Aber wir können noch mal dieses Türchen aufmachen. Und dann können wir noch mal dieses tolle Geräusch hören. Alle mitkommen. Ich muss mal gucken, was hier passiert. Okay. Okay, das passiert nicht. Mach mal Putzi. Es ist blöd, dass man denen hier nicht sagen kann, dass sie anfangen sollen zu putzen. Guck nicht so doof in die Kamera. Dankeschön. Und der kratzt sich noch, genau. So, müssen wir nicht erst noch mal... So. Nee, nee. Da fällt zum Glück nur einer runter. So, und jetzt können wir sie noch mal alle ansprechen. So, mitkommen. Hab ich nicht... Ja, gut. Kommt mit. Yay. Was ist das denn da oben? Rapture Farm. Fleischprüfer erwartet volle Unterstützung. Du bist, was du isst. Passiert das, wenn man da durchläuft? Nee. Modakens, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung betreten, werden zunächst erschossen und danach verurteilt. Gute Reihenfolge. Die Mitnahme von Fleisch in der Unterwäsche ist strengstens untersagt. Holt euch Elum Chub, die leckerste Mittagspampe in ganz Oddworld. Reinigung der Besamungstanks. Ein bisschen harte Arbeit hat noch keinen umgebracht. Ein bisschen harte Arbeit. Enthauptungszahl halbiert. Aha. Rapture Farm. Eben war da voll der Spürkes da oben. Also, weiß ich nicht. Das war ein Scrapkuchen. Die kosten dich Hals und Kragen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Da war irgendwie... Das sah aus wie die Schrift... Oh Mann, wie heißt denn diese Sprache bei Star Wars? So sah das irgendwie ein bisschen aus. Neu von Lungenschwärzer. Sligaretten. Ah. Slicko Security. Wir brechen die Quoten der Rapture Farms. Na, vielleicht war es auch einfach nur ein Anzeigefehler oder sowas. Jede Mattseelen, die von ihrem Schicksal nichts wissen, wird Abe schon bald befreien müssen. Naja. Ich finde das lustig, dass hier am Anfang direkt schon so viele... so viele... Oh, fuck. Danke, dass ihr euch so schnell gebückt habt. Holy... Kann man halt sagen, dass sie hierher kommen sollen. Krass. Nee, kann man nur zu einem sagen. So. Hier hin. Dankeschön. Oh. Ich hab da einen getötet. Das war nicht mit Absicht. Tut mir leid. Ja. Dann schieße ich das nächste Mal in die andere Richtung. Auf jeden Fall sieht er, dass wir dem auch sagen können, dass er uns folgen soll. So. Null Opfer, das ist schön. So, der da oben kann uns erstmal nichts.
Die Beinchen, das sind runtergerutscht. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier, bereinigen hier erstmal alles. Ja. So. Da ist keiner mehr. Komm. Komm. Hast du hier alle drauf? Nee, nicht alle. Dann müssen wir halt zweimal. Alle stehen ineinander. Wunderschön. So. Und dann dürfen wir hier noch Geheimgangs machen. Gut, da haben wir hier zwei. Kein Problem. Hier ist kein Anti-Chant-Ding. Also mir ist es echt lieber, dass ich den Einzelnen opfere, als dass irgendwelche Mundaken erschossen werden. Kein Problem, kein Mundaken gestorben. Also wir können jetzt gleich nochmal Bömmchen holen, das ist schön. So. Dann kommt ihr erstmal alle. Und dann mal mit hier runter. Ach, da ist es wieder. Velocity. Genau, zu Velocity. Die haben letztens den Soundtrack auf Vinyl rausgebracht, habe ich gesehen, über Limited Runs. War es Limited Runs? Ne, es war nicht Limited Runs, es war Black Screen Records. In der pinken Vinyl. Die sah richtig nice aus. Obwohl ich nicht so der Pink-Fan bin, aber die sah echt gut aus. Wenn ich wüsste, was das für ein Spiel ist, hätte ich mir vielleicht auch geholt. Und wenn ich davon Fan wäre, aber ich habe halt von dem Spiel mal so gar keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, dass es existiert. Ich weiß nicht, was man da machen muss, wie das aufgebaut ist, was das für ein Genre ist. So überhaupt kein Plan. Ich weiß nur, dass hier in dem Spiel dafür Werbung ist. So, dann hätten wir hier alles. Was? Den holen wir uns. So. Hallo. Ja, den können wir auch, den können wir auch mit der Mine killen, weil ich meine, da sind keine Mudaken. Wie soll man die auch retten? So, dreht euch einfach mal rum. Ach, ich kann die auch von hier bechanten, nicht, Assi. Nice. Yo! Das habe ich auch noch nicht gehört. Das hat sich ganz süß angehört. So, Geheimnis. Geheimnis. So, was war das denn? Nice. Schön, dass man davor gewarnt wird. Okay. Ja, das geht ja mal klar, oder? Dann holen wir uns den da oben. Oder den da unten, ist auch okay. Nice. What's happening? Also die Geheimgänge sind auf dem Rückweg. Bist du des Wahnsinns? Auf dem Rückweg einfacher.
Weil halt die ganzen Stromdinger, also die Sägen weg sind. Das ist schon sehr nice. Und wir haben schon 179. So, stirb. So. Na, die sind ja dann schon weg. Was war denn hier? Ja, das ist einfach nur noch mal. Wo wir sind? Habe ich die eine? Habe ich in einen Geheimgang gemacht? Den hier? Den habe ich nämlich noch nicht gemacht. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. So, hä, irgendwas war da noch. Ach, ich bin tot. Schön. Das war, weil ich zu lange Kreis gedrückt habe. Aber es ist ja jetzt nur noch einer da. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, das Maximalste, was man retten kann, sind 9. Was macht der da unten links? Er läuft gegen die Wand. Habe ich gespeichert? Nee, abbrechen. Dann machen wir das lieber nochmal. Ja, 2 haben wir getötet. Dann weiß ich schon mal, dass ich dann nochmal hoch muss. So. Und nochmal. Und ein Auto wieder. Wunderschön. Voll der Haufen hier hinten. Die kann man nochmal schlagen. Wabbel, wabbel, schwabbel, was mit dir los? Ich mag das, wenn die so rumzappeln. So. Yay. Nur noch 112. 112 ruft die Feuerwehr. Ich muss gerade überlegen. So. Dann hätten wir hier jetzt alle. Habt euch bestimmt eben gedacht, nein, Jule, geht zurück. Aber ich habe noch dran gedacht. Ich glaube nur, weil ich mir die Karte angeguckt habe. So. Ruhe, keine Gespräche mit Mitarbeitern. Wisst ihr Bescheid. So, da hätten wir hier noch welche. Okay, hier sind keine. Oh, sind aber auch nochmal gut viele hier. Ja. Nice. Oh, dann hätten wir hier noch einmal. Das ist jetzt hier auch viel easier, weil halt die Fleischsägen nicht mehr da sind. Aber fragt mich nicht warum. Ich weiß nicht wieso. So.
Bloß, dass mir hier keiner wegstirbt. Da unten ist einer. So.